Ja, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Wien-Bibliothek im Rathaus. Mein Name ist Wolfgang Straub, ich bin der Leiter der Handschriften- und Musiksammlung hier im Haus. Wir leben nach Matrosenweise. Dieses Buch wird heute vorgestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Veranstaltung hier im Haus haben können. Ich darf Ihnen das Podium dazu vorstellen. Von Ihnen auf der linken Seite ist die Moderatorin des heutigen Abends, Ute Mauenburg-Mosser. Wir haben gerade darüber gesprochen, uns verbindet das gemeinsame Germanistikstudium in Wien. Sie kennen sie vielleicht aus Ö1, sie ist dort Wissenschaftsredakteurin für das Radiokolleg mit zuständig. Sie ist eine vielseitige Autorin, Reiseautorin auch, Journalistin, früher Puppenspielerin, Marionettenspielerin, Reiseleiterin. Sie ist auch eine Weltreisende. Sie hat ein Buch über New Orleans veröffentlicht. Also eine, auch sozusagen etwas, was sie vielleicht mit Ida Pfeiffer verbindet. Im Mittelpunkt steht das Buch und damit auch die Autorin dieses Buches, die dementsprechend auch in der Mitte sitzt, Gabriele Habinger, eine studierte Ethnologin und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität Wien und sie beschäftigt sich schon sehr lange mit der Geschichte und auch der Theorie der Einordnung von Reiseberichten von reisenden Frauen. Sie betreut im Promedia Verlag die Reihe Edition Frauenfahrten, also seit circa 30 Jahren werden dort Originaldokumente von reisenden Frauen publiziert. Eine große Bandbreite, die uns da entgegentritt, von der Lady Montagu über Alice Schalek bis zu Reisereportagen der 1920er und 30er Jahre. Zu einer Buchpräsentation gehört natürlich auch das Original, das Buch selbst, und wir haben eine uns zugewandte und treue Gästin des Hauses gewonnen, Maren Rahmann, die schon hier auch den Hugo Bettauer vorgestellt hat, Schauspielerin, Sängerin, die immer wieder auch ihr wichtige Autoren und Autorinnen vertont, jetzt zu Jura Seufer viel veröffentlicht. Damit bin ich sozusagen mit meiner Begrüßung fast schon am Ende. Ein wichtiger Hinweis noch: Es gibt einen Büchertisch, der Kooperationspartner des heutigen Abends, der Promedia Verlag, draußen Ihnen zur Verfügung stellt. Sie können das Buch dann erwerben und ich denke auch die Autorin wird gerne signieren. Jetzt ist es mir eine Freude, dass ich zu einer langjährigen Mitarbeiterin der Handschriften- und Musiksammlung hier im Haus überleiten kann. Die Kira Waldner wird kurz unsere Bestände zu Ida Pfeiffer vorstellen. Bitte, Kira. Hallo und einen schönen guten Abend. Sich ein Bild machen von der 1797 in Wien-Gumpendorf geborenen Kaufmannstochter Ida Pfeiffer können wir uns heute ein Bild machen, was angesichts ihres Standes und ihrer Berühmtheit zu Lebzeiten nicht außergewöhnlich ist, aber dennoch eine glückliche Fügung. Die Reiseschriftstellerin, Forschungsreisende und Sammlerin von Naturalien und Ethnographica wurde 1856, zwei Jahre vor ihrem Tod, im Münchner Atelier des Künstlers und Fotografen Franz Hanfstengel abgelichtet. Die Fotografie ziert grafisch aufbereitet auch das Cover der ersten Briefausgabe, die Gabriele Habinger publiziert hat. Sie sehen hier die entsprechende Folie. Zu sehen ist eine Frau in Biedermeiertracht, in sitzender Position, den rechten Arm auf den Sockel eines Globus gestützt. Darunter liegend irgendein Buch und eine Karte ohne Inhalt oder ein leerer Bogen Papier. Der Gesichtsausdruck ist ernst, der Blick leicht abgewendet. In Kontrast dazu steht ein Porträt in Öl im Großformat, das 12 Jahre zuvor im Atelier der Malerin Emilie Schmeck entstanden war. Es zeigt eine sichtlich jüngere Ida Pfeiffer in Aktion bei der Arbeit am Schreibtisch, vor ihr ein Heft, das vollgeschrieben wird. Mit einem Stift in der Hand sucht die Dargestellte Blickkontakt, auf den Lippen die Andeutung eines Lächelns. Um sie herum drapiert sind Requisiten, die scheinbar Gegensätzliches anzeigen und zugleich die Vereinbarkeit von eben diesem. Der Handarbeitskorb im Hintergrund repräsentiert das biedermeierliche Ideal der Häuslichkeit und des Privaten.
in dem die Frauen aufgehoben sind. Die Objekte auf dem Tisch stehen ganz im Gegenteil für einen Sehnsuchtsort und die große, weite Welt. Wir sehen eine Landkarte, Palästina und Arabia, Rosengrenze, geweihtes Wasser, Fragezeichen, eine Kompassnadel und das Gehäuse einer Muschel mit einer Darstellung von Jesus am Kreuz verziert. Kaum sichtbar auf der Tischkante hat sich mit rotem Pinselstrich die Malerin verewigt, die aus London kommt und eine Nichte Ida Pfeiffers ist und ebenfalls im Vergleich zur Norm eine Ausnahmefigur. Das Kunstwerk, das heute im Bestand des Wien-Museums ist, zeigt keine vorgetäuschte Wirklichkeit. Es beglaubigt Außergewöhnliches für die damalige Zeit. Pfeiffer hatte als Frau und auf eigene Faust das Vertraute weit hinter sich gelassen und eine ausgedehnte Reise unternommen und war mit Berichten aus dem Erfahrungsschatz im Begriff, das Geld für ein nächstes Abenteuer zusammenzutragen. Sie war die Mutter zweier erwachsener Söhne, lebte von Tisch und Bett getrennt in Wien, nachdem sie in Lemberg die Familie mit Hausunterricht und Näharbeiten über Wasser gehalten hat. Und sie war bereit, auch große Entbehrungen und Gefahren auf sich zu nehmen. Die Reisen. Pfeiffers erstes großes Abenteuer als Alleinreisende führte nach Palästina und damit zu einem auch für Frauen akzeptierten Reiseziel. Sie ging am 22. März 1842 in Kaisermühlen an Bord eines Dampfschiffs und steuerte Konstantinopel an, gefolgt von Smyrna, also Izmir, Rhodos, Zypern und Beirut, bis zur Ankunft in Jaffa, wo der Seeweg ein Ende nahm. Nach Jerusalem gelangte Ida Pfeiffer zu Pferd, ohne jemals davor geritten zu sein. Auch in weniger komfortablen Lagen sollte immer das Ziel an erster Stelle stehen und nicht die Annehmlichkeit. Die Pilgerreise, von Beginn an mehr als der wahrgewordene Traum einer Frömmigen, führte letzten Endes über Beirut nach Ägypten, wo Pfeiffer die Pyramiden besteigt und auf einem Kamel durch die Wüste nach Suez reitet. Via Dampfschiff erreicht sie danach Malta und Sizilien und Rom, wo der Papst eine Audienz gewährt. Am 7. Dezember, fast 9 Monate nach ihrem Aufbruch, kehrt sie nach Hause zurück, um viele Erfahrungen reicher und mit einem Reisetagebuch, das ganze 14 Hefte füllte. Diese Hefte sind leider nicht erhalten, doch Pfeiffers Reise einer Wienerin in das Heilige Land erschien noch im selben Jahr 1844 bei Jakob Dürrenböck unter Zuhilfenahme eines Bevollmächtigten, der die Verhandlungen mit dem Verleger führte. Sie als Frau konnte das nicht. Ein Verfasser oder eine Verfasserin sind im Druckwerk nicht genannt. Dieses erscheint anonym. Doch schnell ist klar, um wen es sich handelt. 3 Auflagen innerhalb von 2 Jahren, Presseartikel und Kritiken zeugen vom Erfolg und bereiten der Anerkennung Pfeiffers als ernstzunehmender Forschungsreisenden, die etwas zu erzählen weiß, den Weg. Soweit der Anfang. Es folgen 4 große Reisen zu Land, auf Flüssen und auf See, auf 4 Kontinenten. In Kilometern ausgedrückt 32.000 plus 240.000. Zunächst führen Abenteuerlust und Wissensdrang Ida Pfeiffer nach Island, nach Norwegen und nach Schweden 1845, worüber Berichte in Ludwig August Frankls Sonntagsblätter für heimatliche Interessen erscheinen. Auch eine 2-bändige Buchausgabe folgt, während der Plan für eine Weltreise längst gefasst war. Am 1. Mai 1846 macht sich Ida Pfeiffer auf nach Hamburg mit dem Ziel Rio de Janeiro, Sao Paulo um das Kap Horn, Santos und Valparaiso in Chile, ein Zwischenaufenthalt in Tahiti und weiter nach China, von Kanton und Hongkong geht es nach Singapur, nach Kalkutta, Benares und Delhi. Von Bombay aus Richtung Basra, von dort weiter nach Bagdad, nach Mosul, Tabriz, Tiflis in Georgien und Pfeiffer gelangt über Konstantinopel, Athen und Triest nach gut 2 Jahren wieder zurück nach Wien. Die 2. Reise, Weltreise, unternahm Pfeiffer von März 51 bis Juni 55, also 4 Jahre. In Berlin trifft sie Humboldt, der sie persönlich weiterempfiehlt. Sie besucht London, Kapstadt und segelt nach Singapur, besucht das von Europäern noch unbereiste Innere der Insel Borneo, bereist intensiv Indonesien, Batavia, Jakarta wäre das heute, Sumatra, Surabaya, Celebes, schifft nach San Francisco ein, fährt nach Panama, Peru und Ecuador,
und danach nach New Orleans, Chicago, New York, Quebec und Montreal. Sie reist von dort nach Liverpool, London und São Miguel auf den Azoren, nach Lissabon, noch einmal nach London, bevor es über Hamburg, Berlin und Prag wieder nach Wien geht. Ihre letzte große Unternehmung von Mai 56 bis September 58 führt sie über Amsterdam, London, Paris, Rotterdam und Kapstadt nach Mauritius und Madagaskar, wo man sie, bereits an Malaria erkrankt, des Landes verweist. Kurz nach ihrer Rückkehr in die Heimatstadt verstirbt Ida Pfeiffer an den Folgen der Erkrankung in der Wohnung eines ihrer 6 Brüder. Briefe und posthume Anerkennung. Die weitgereiste, polyglotte und wissenschaftlich instruierte Ida Pfeiffer publiziert Reiseberichte, die zunehmend den Charakter von Forschungsberichten annehmen, die in mehreren Auflagen erscheinen und in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Darüber hinaus bringt sie tausende Objekte, Tiere, Pflanzen, Gegenstände mit nach Europa. Etwa befinden sich heute mehr als 4000 im Naturhistorischen Museum. Einige im Weltmuseum, aber auch in London und Berlin werden Sammelstücke aufbewahrt. Ihre briefliche Hinterlassenschaft ist im Vergleich dazu spärlich. Selbstverständlich sucht Ida Pfeiffer während ihrer Reisen den Kontakt zu Familienmitgliedern, Vertrauten, Empfohlenen, zu Wissenschaftlern und Verlegern, die auch Geldgeber sind. Und das Medium dafür ist der Brief. Wohl das meiste ist verschollen. Unter anderem rund 110 Briefe, die Pfeiffer während der Nahostreise auf den Postweg brachte. Doch immerhin wissen wir davon, weil sie ein Verzeichnis führte. Die erhaltene und öffentlich zugängliche Korrespondenz befindet sich weit verstreut in Archiven. Die Online-Recherche für den Handschriftenbestand der Wien-Bibliothek führt zu knapp über 20 Treffern. Wer sich für diese Briefe der Ida Pfeiffer interessiert und ausreichend Geduld für die Entzifferung mitbringt, kann diese nun sogar von zu Hause aus lesen oder direkt im Buch, das Frau Habinger jetzt vorgelegt hat und das wir heute hier vorstellen. Überliefert sind neben den Briefen auch Materialien zu Ida Pfeiffer, etwa ein als Entwurf erhaltener Text der Schriftstellerin Marie Eugenia Delle Grazie, die Ida Pfeiffer als Vorbild für die Frauen ihrer Zeit posthum ein Denkmal setzte. Die Rede steht in Zusammenhang mit dem feierlichen Akt im November 1892 auf dem Wiener Zentralfriedhof, als Ida Pfeiffer fast 4 Jahrzehnte nach ihrem Tod und als erste Frau aus Wien ein Ehrengrab erhielt. Zweimal hast du die Welt umkreist, richtet sich der Text an die Verstorbene, und sie kennen und lieben gelernt. Aber zurücksehend gestand sich dein Geist, dass er nicht immer den Hochflügen deines Mutes folgen konnte, weil die Fesseln deiner Erziehung, deiner Zeit, deines Geschlechts ihn banden. Und diese Erkenntnis, edle Tote, war ein Land für sich, das du, ein anderer Kolumbus, auch für uns entdeckt, ohne ausgezogen zu sein. In diesem Sinn legen wir, deine Mit- und Nachkämpferinnen, an dem Grabe diesen Kranz nieder als spätes Zeichen deines bereits sich krönenden Sieges. Herzlichen Dank für die Einführung. Das Leben der Ida Pfeiffer ist so vielfältig gewesen. Wir werden uns versuchen, über die Briefe ein bisschen auch der Person anzunähern. Und gerade dieses Grab, das Sie angesprochen haben, das ist mir schon vor vielen, vielen Jahren aufgefallen. Ich habe die Ida Pfeiffer damals noch gar nicht so gekannt, aber eigentlich einmal im Jahr rund um die Fliederblüte ist es sehr schön, am St. Marxer Friedhof spazieren zu gehen. Und damals ist mir vor, es ist bestimmt schon 15, 18 Jahre her, ist mir dieses Grab zum ersten Mal richtig aufgefallen. Und damals habe ich begonnen, mich ein bisschen zu interessieren. Und das Glück hat mich jetzt hierher gebracht und ich darf noch mehr über die Ida Pfeiffer erfahren und eben auch über dieses Buch. Und Frau Habinger, das Buch ist ja nicht das erste über die Ida Pfeiffer, das Sie geschrieben haben, anlässlich des 150. Todestages. Das war 2008. Ja. Gab es ja schon einmal ein Buch. Was ist jetzt neu an diesem hier? Also das Buch ist damals mit demselben Titel erschienen, Ida Pfeiffer, wir leben nach Matrosenweise, Briefe einer Weltreisenden des 19. Jahrhunderts. Da habe ich damals versucht, alle handschriftlichen Dokumente, alle handschriftlichen Briefe von Ida Pfeiffer, aber auch die Briefe, die in Zeitungen erschienen sind,
zusammenzustellen, dass sie für interessierte Leser und Leserinnen zur Verfügung stehen. Und in den Jahrzehnten dazwischen habe ich natürlich immer wieder weiter recherchiert und bin dann ab und zu eben auf neue Dokumente gestoßen, nicht allzu viele. Und da haben wir dann gemeinsam mit dem Verlag uns entschlossen, das Buch in einer erweiterten und ergänzten neuen Auflage herauszubringen, einfach um das noch einmal zur Verfügung zu stellen. Das Buch war ja mittlerweile schon seit längeren Jahren vergriffen und jetzt haben wir es wieder in einer schönen neuen Aufmachung und mit allen Dokumenten, die ich vorher schon und in der Zwischenzeit auch gefunden habe. Also noch schöner und noch dicker? Noch schöner und dicker, ja, genau. Sie haben sich ja mit reisenden Frauen schon seit langem beschäftigt. Vor allem sind es reisende Frauen so im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich denke da zum Beispiel, es sind wirklich spannende Biografien, die man da findet. Die Maria Leitner, die in der ganzen Welt herumgefahren ist, eine Frau, Reisejournalistin. Österreich, Ungarn ist sie geboren, die bis in die USA und sonst wohin gefahren ist, um Arbeitsbedingungen von Menschen festzuhalten. Oder die Gräfin Paula Kolonitz, ganz eine andere Geschichte, die in der Entourage vom damaligen Erzherzog Max mit nach Mexiko gefahren sind. Also es ist eine große Bandbreite, viele Biografien. Und wenn man sich jetzt all diese Biografien oder wenn Sie sich all diese Biografien, die Sie bearbeitet haben, anschauen, welchen Platz nimmt denn da die Ida Pfeiffer ein? Naja, die Ida Pfeiffer war zu ihrer Zeit schon eine sehr bedeutende und bekannte Reisende und auch Reiseschriftstellerin. Also sie hatte ihre Reisen 1842 begonnen mit dieser Pilgerfahrt. Wir haben es ja gehört durch diese wunderbare Einleitung zu ihrer Biografie und ihrer Reisebiografie auch. Und ich bin auch über Ida Pfeiffer eigentlich zu diesen Reisefrauen oder Reiseschriftstellerinnen gekommen. Da hat mich damals, ich habe ja eben Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie heute studiert, eine Kollegin darauf hingewiesen und ich habe dann begonnen, mich mit für eine gemeinsame mit Studienkolleginnen und Absolventinnen mit ihrer Sammeltätigkeit zu beschäftigen, mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Und das war eben das eine, das war mein Einstieg und dann eben diese Buchreihe Edition Frauenfahrten, wo Sie zum Beispiel die Maria Leitner erwähnt haben, die ja so Sozialreportagen à la Wallraff gemacht hat, ja, so inkognito. Also da gibt es viele spannende Geschichten, aber immer wieder bin ich zu Ida Pfeiffer zurückgekommen, ja, weil sie einfach eine wirklich außergewöhnliche Biografie hat, unglaublich spektakuläre Reisen dann zuletzt unternommen hat, an denen sie dann letztlich auch zugrunde gegangen ist. Also sie ist ja gestorben an ihrem Reisefieber, an ihrem Reisewahn. Und sie hat auch sehr viele Reiseberichte hinterlassen, die sehr spannend zu lesen sind. Ja. Und einige dieser Briefe findet man eben hier, ungefähr 20 sind es, habe ich gehört. Wie würden Sie es denn einschätzen? Also wie ist die Ida Pfeiffer zu sehen? Es ist erstaunlich, dass es so wenig überliefert ist, wie die Kira Waldner gesagt hat. Die meisten Briefe sind bei uns im Bestand von Ludwig August Frankl, ein inzwischen vergessener Schriftsteller und Journalist des 19. Jahrhunderts, der aber wichtig ist, weil er mit allen vernetzt war und er war mit ihr befreundet. Ich finde es interessant, wie nachhaltig ihr Ruhm ist, wie sehr sie verankert ist, auch in der Publizistik. Ich habe es mal in einem schnellen Überblick angeschaut. In den letzten 10 Jahren wird sie immer auch erwähnt, zum Beispiel auch in einer Alpin-Geschichte, Frauen im Aufstieg, 2011 erschienen. Sie wird sozusagen als eine der Pionierinnen, die Welt erobert, gesehen. Es gibt mutige Frauen, 2014 erschienen, Frauen, die ihre Träume leben. Nächstes Buch, Wildfrei und wunderbar, 50 Frauen, die Welt verändert haben. Oder letztes Jahr erschienen Atlas der Entdeckerinnen auf der Spur mutiger Pionierinnen. Also es gibt offensichtlich auch in der Publizistik eine eigene Sparte, ist vielleicht das übertrieben, aber sozusagen es gibt Porträts von Frauen, die aufbrechen. Und es gibt auch eine Reiseschriftstellerinnen, ein Buch habe ich gefunden, die sehr unkritisch der Ida Pfeiffer gegenübersteht. Allein dadurch, dass sich mit ihr so stark verbunden fühlt und sie sind offensichtlich auch sehr beeindruckt davon, dass man eben in 1840er und 1850er Jahren zwei Weltreisen machen kann, was ja auch beeindruckend ist. Also das hat mich als Nicht-Pfeiffer-Spezialist
sehr überrascht, wie nachhaltig dieser Ruhm ist und wie wichtig, welche große Rolle sie darin spielt. Sie haben es ja schon gesagt, dass das sicher auch zu Lebzeiten war. Ich habe es auch interessant gefunden, dass sie anonym publiziert hat. Zugleich war es aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dann doch bekannt. Also sie wurde dann angesprochen, schon auf Reisen. Ah, du bist der, sie sind ja diejenige, die dann die schon publiziert hat. Zugleich, und das hat auch sicher damit zu tun, mit dieser Nachhaltigkeit, dass sie ja in einer Männerwelt das Ganze schreiben hat müssen, publizieren hat müssen. Und es gibt ein mehrstrophiges, ich erspare Ihnen das, ein mehrstrophiges Gedicht zum Hinscheiden der Ida Pfeiffer von ihrem Freund, dem Frankl, wo er genau auf das eingeht, wo er sagt, selbstverständlich war sie eine gute Mutter. Das ist natürlich, ohne das war das nicht möglich. Sie ist ja dann auch wirklich erst aus dem Haus gegangen, wie die Kinder groß geworden sind. Aber dann, und das hat sicher in den 1840er, 1850er noch eine Rolle gespielt, dass eine Fernreise war, dass die eben über die Kannibalen berichtet. Und dann gibt es halt die Krieger, die Schädel auf der Seite tragen, um sich dazu zum Kraft zu holen. Also dieses Schaudern, das wir seit dem Mittelalter kennen von dieser Reiseliteratur, das Schaudern der fremden Kulturen, das war damals sicher noch ein Thema. Und nur eine Strophe von der hingeschiedenen Freundin Ida Pfeiffer von Ludwig August Frankl. Die schreckte nicht, die schien zu locken, der Berge Sturm, das tiefste Meer, des Kannibalen Blut gelocken, der Hauch der Pest, des wilden Speer. Also einerseits die bürgerliche Frau, das wurde auch immer betont, und ich glaube, dass sie das auch teilweise auch in ihren Briefen auch oder in ihren Büchern auch bedient, dass sie gesagt, sie ist eine Mutter, dass das wichtig war für ihre Rezeption damals, das war ihr klar. Sie kann nicht diese Schienen verlassen, um wahrgenommen zu werden. Aber andererseits natürlich das Abenteuer, das Zentrale war. Aber ich glaube, es gibt noch verschiedene, ich will es nicht zu lange machen, verschiedene Sparten, Rezeptionen. Wird sie als Schriftstellerin wahrgenommen später, wird sie als Wissenschaftlerin wahrgenommen. Das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Und es gibt einige Jugendbücher auch, wo bereits in den 1890er Jahren gibt es ein Jugendbuch, wo das sozusagen für die Jugend aufbereitet wird. Also die Rezeption war sehr vielschichtig, und das finde ich auch einen spannenden Teil dieses Werks. Auf einige Aspekte werden wir noch eingehen. Aber es hat natürlich auch ein Leben vor dem Reisen gegeben. Wenn man weiß, sie ist 61 Jahre alt geworden und hat erst mit ungefähr 44 Jahren begonnen, diese großen Reisen zu unternehmen. Und da stellt man sich schon die Frage, was ist denn da passiert, dass eine Frau, eine Biedermeier-Dame, eine Mutter, auch wenn die Kinder schon erwachsen waren, eine Ehefrau, auch wenn sie dann schon getrennt war, aber dass die nicht nur den Wunsch gehabt hat zu reisen, sondern es muss ja wirklich ein unbezwingbarer Drang gewesen sein, dass man das alles auf sich nimmt. Sie musste sich die Reisen finanzieren, die Routen überlegen, sie musste sich zum Teil Sponsoren suchen. Was war das? Was ist da passiert, dass aus dieser Biedermeier-Frau diese Weltreisende geworden ist? Naja, ganz genau wissen wir es nicht, ja, aber es gibt natürlich einige Mutmaßungen, die man anstellen kann, warum Ida Pfeiffer das überhaupt gewagt hat, sowas als Möglichkeit für sich zu denken. Nicht? Also wenn wir uns vorstellen, im 19. Jahrhundert war es tatsächlich so, dass Reisen für Frauen nicht vorgesehen waren. Also da gab es ziemlich rigide Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit, und die Frauen sollten die bürgerlichen, gutbürgerlichen Frauen, und sie kommt aus gutbürgerlichen Kreisen, sollten zu Hause bleiben, die Kinder aufziehen, Heim und Herd betreuen und den Hausstand leiten. Ja? Und eine Frau, die sich auf solche Reisen begeben hat, die war absolut suspekt. Also die musste immer um ihren guten Ruf fürchten. Aber was ist passiert? Als junges Mädchen oder als Kind war es so, dass ihr Vater so einigermaßen eigenwillige Erziehungsmethoden bei ihr angewandt hat. Also sie durfte als kleines Mädchen Hosen tragen und mit ihren Brüdern wilde Spiele spielen. Ja, da geht man halt davon aus, dass das auch sozusagen dann das befördert hat, dass sie dann später überhaupt diese wahnsinnigen Strapazen aushalten hat können auf den Reisen. Sie hat dann einen Hauslehrer bekommen, den Emil Trimmel, der war selber Reiseschriftsteller und hat ihr Reiseberichte zu lesen gegeben und hat sie auch motiviert. Der ist aber nie weit über Österreich hinausgekommen sozusagen. Und sie berichtet dann eben selber, beziehungsweise in einer biografischen Skizze, die überliefert worden ist, die in ihrem letzten Reisebericht veröffentlicht worden ist,
dass sie mit ihrem jüngeren Sohn Oscar, das war ihr Lieblingssohn sozusagen, den hat sie sehr umhegt und gepflegt und in Musik studieren lassen und so weiter, aber der war kränklich. Und mit dem ist sie dann ans Meer gefahren nach Triest. Dort hatte sie Verwandte, dort lebte ein Bruder ihres Vaters und eine Tante und sie ist dort immer wieder hingefahren, da waren sie viel zu Besuch. Und sie schreibt dann, als sie das Meer gesehen hat, ist in ihr so eine unbändige Reiselust erwacht, dass sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, zurück in ihr alltägliches Leben zu gehen. Das hat sie gemacht, sie hat dann die Kinder noch aufgezogen, die zwei Buben. Und erst als sie dann, das schreibt sie in ihrem ersten Reisebericht, alt genug waren, um sich selber versorgen zu können, erst dann ist sie aufgebrochen. Wobei der Oscar, der eine Sohn, dann tatsächlich auch Komponist geworden ist und sehr bekannt war in Südamerika, wo er auch gelebt hat. Ja. Also der ist auch wie seine Mutter durch die ganze Weltgeschichte gereist und war wahnsinnig bekannt in seiner Zeit, in der Zeit als Klaviervirtuose und Komponist und wurde da auch von Hand zu Hand gereicht. Also der ist völlig in Vergessenheit geraten. Ja. Sie haben ja ein paar Passagen ausgewählt, ein paar Ausschnitte aus Briefen, chronologisch gereiht. Marin Rahmann will welche lesen. Vielleicht können Sie, bevor gelesen wird, immer noch ein bisschen erklären, warum Sie denn sich gerade für diese oder jene Passage entschieden haben. Also das Interessante ist, wie Herr Straub schon gesagt hat, Ida Pfeiffer ist immer präsent in der Rezeptionsgeschichte, ja. Aber im Prinzip gibt es wahnsinnig viele Leerstellen zu ihrem Leben. Und über die ersten beiden Reisen sind keine Briefe überliefert und erst dann, also wir steigen jetzt bei der ersten Weltreise ein, einen Brief, erst in dieser Zeit war sie dann bekannt genug anscheinend, dass die Leute sich gedacht haben, jetzt hebe ich die Briefe auf und die sind dann in die Wien-Bibliothek zum Teil gekommen. Hier ist das größte Konvolut an Briefen von Ida Pfeiffer. Und das ist eben ein Brief, also da gibt es zwei Leute, an die sie immer wieder schreibt, Josef Winter und Frau Schwarz, da kommt dann später noch ein Brief, das sind gute Freunde, sie sind zwar immer per Sie, aber das sind gute Freunde. Und diesen Brief habe ich eben ausgewählt, das ist sozusagen dieser Einstieg in die erste Weltreise, man sieht da, was sie da für Etappen absolviert, wie strapaziös das Ganze war, aber wie lapidar sie auch darüber hinweggeht. Ja? Also sie, eine Etappe nach der anderen zählt sie da auf. Und das finde ich einfach so spannend, wie sie das macht. Das entspricht einfach ihrem nüchternen Charakter. Brief an Josef Winter, nördlicher stiller Ozean, zwischen den Ladronen und den Philippinen, 29. Juli 1847. Euer Wohlgeboren, einmal muss ich Ihnen doch auch ein Lebenszeichen geben und Sie benachrichtigen, dass es mir bisher gut gegangen und dass ich Gefahren glücklich entkommen bin. Ich will Ihnen nur mit einigen Worten sagen, welche Orte ich besucht. Von Hamburg ging es in einem Zuge nach Rio de Janeiro, 7200 Seemeilen. In Brasilien machte ich mehrere Reisen in das Land hinein. Ich ging über den Strom Parahyba und suchte die Urbewohner in den Urwäldern auf. Einmal wurde ich auf meiner Exkursion von einem Neger auf Leben und Tod angefallen. In dem Augenblick, wo ich dachte, dass mein letztes Stündchen geschlagen habe, kamen glücklich zwei Weiße daher und so ward ich gerettet. Von Rio de Janeiro ging ich nach Santos und von da nach Valparaiso um das Kap Horn, 6400 Seemeilen. Auf dieser Reise hatten wir viel mit Stürmen und hoher See zu kämpfen. Wir verloren viele Segel, wir brachen den Fockmast, eine Latte ward aufgerissen und das Wasser drang in die Ladung ein. Manchen Tag konnte gar nicht gekocht werden. Wir vermochten auf keinen Stühlen zu sitzen. Wir mussten uns auf dem Boden kauern und irgendwo anklammern. Die Nächte, die waren oft gar furchtbar. In Valparaiso blieb ich nicht lange. Ich fand glücklicherweise ein Schiff, das nach China segelte. Und da diese Gelegenheiten unter die höchst seltenen gehören, so musste ich mich entschließen, Chile zu verlassen, ohne mehr als die Ausläufer der schneebedeckten Anden gesehen zu haben.
Von Valparaiso segelten wir nach Tahiti, 4800 Seemeilen. Auf dieser Insel blieben wir 20 Tage. Da seit dem März 1846 der Friede zwischen den Franzosen und Insulanern geschlossen ist, so konnte man die Insel mit voller Sicherheit von allen Seiten durchkreuzen. Ferner besuchte ich die Königin Pomare und wohnte einem höchst interessanten Balle bei, den der französische Gouverneur zu Ehren König Louis gab. Auf diesem Balle erschien die Königin Pomare samt Gemahl und vier Hofdamen, nebst allen Chef dieser und der anderen nahen Inseln. Man sah da ein Gemisch von Trachten und Menschen, das wirklich einzig in seiner Art war. Der halbnackte Indianer neben dem französischen General, eine plumpe, riesengroße, braune Indianerin neben der niedlichen und höchst geschmackvoll gekleideten Gouverneurin. Einige der Indianerinnen waren in der Bildung schon so weit fortgeschritten, dass sie die Figuren der französischen Quadrille sehr gut mitmachten. Nur hatten die indianischen Damen keine Schuhe und Strümpfe an. Die Königin Pomare war ganz europäisch gekleidet. Geschenke von Frankreich. Sie hatte eine Bluse von schwerem himmelblauen Atlas. Auf dem Kopfe trug sie einen Blumenkranz und in den Ohrläppchen große Jasminblüten. Für diesen Abend hatte sie ihre Elefantenfüßchen in Schuh und Strümpfe gezwängt. Doch mein Raum zum Schreiben neigt sich dem Ende. Ich muss schweigen. Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich herzlichst Ihrer Mutter, Bruder und Schwester, Ihre ergebene Ida Pfeiffer. Also einen Schmäh hat sie gehabt, auch wenn er nicht immer sehr charmant war, den anderen gegenüber womöglich. Man erkennt aus diesem Brief schon, es gibt eine Offenheit, es gibt diese Reiselust, es gibt die Freude am Beobachten, aber sie bringt natürlich auch ihr eurozentrisches Weltbild mit und bringt es dann auch wieder zurück, wenn sie die Vorträge hält und wenn sie die Briefe schreibt. Wie sind denn diese Briefe damals gelesen worden und wie werden sie heute im Nachhinein bewertet? Na, heute im Nachhinein, vielleicht beginnen wir damit, ist es natürlich zum Teil auch die Wortwahl problematisch. Wir wissen, das N-Wort würden wir heute nicht mehr ausschreiben und auch nicht sagen. Es ist aber trotzdem in den Briefen geblieben, um sozusagen das als Zeitdokument auch zu verstehen. Und natürlich auch die Beschreibungen, die sie von außereuropäischen Gesellschaften macht, sind zeitgebunden zu verstehen. Sie macht sich da lustig über Dinge, über die Königin Pomare, die im Übrigen sehr bekannt ist, ja, unter den Ethnologinnen und Ethnologen. Das sind auch tatsächlich wahre Personen und Persönlichkeiten und Begebenheiten, die sie da schildert. Das sind einfach Dinge, die wir heute als respektlos zum Teil auch betrachten, irgendwie natürlich humorvoll, also ich amüsiere mich da schon immer wieder, ich muss es gestehen, aber das, wir müssen uns vorstellen, das sind Eindrücke, die damals niemand hatte. Also sie kommt da irgendwo auf weit entfernten Inseln und sieht plötzlich Dinge, mit denen sie noch nie konfrontiert war. Sie hatte vielleicht irgendwelche Abbildungen in Büchern gesehen und das war für sie wahnsinnig ungewohnt, spektakulär, berichtenswert. Ja, also sozusagen, das waren natürlich auch ganz andere Eindrücke, als man in Wien hatte, oder im biedermeierlichen Wien im Alltag. Und das berichtet sie natürlich auch den Menschen. Auch in den Büchern kommen ähnliche Szenen vor, nicht ganz so sozusagen angriffig wie da in den Briefen. Deswegen ist das auch ganz spannend. Sie schreibt da, wie gesagt, an einen Freund. Und das war natürlich für das damalige Publikum, für die Adressatinnen ihrer Briefe, das Lesepublikum, waren auch sensationelle Berichte. Ja. Das kannte einfach kaum jemand, außer die Leute, die halt auf irgendwelchen großen Forschungsreisen mitgefahren sind. Und das waren wenige. Ja. Sie haben sich auch beschäftigt mit der Rezeption der Ida Pfeiffer. Ja, ich finde, dass man das in dem Brief sehr gut sieht, dass sie... Selbstverständlich, also Sie sagen es auch schön, dass man das jetzt bringt, jetzt auch nichts, wenn wir jetzt 200 Jahre später sagen, okay, aber die war jetzt nach dem Postkolonialismus, dass man da jetzt mit dem Zeigefinger den Zeigefinger erhebt. Ich finde es interessant, dass die Bildung da aus der französischen Quadrille besteht, sozusagen im Tanz.
Aber das heißt, dass sie mit einem Bildungsbegriff dorthin fährt, dass die unter den Topos der Wilden, die natürlich auch sich an den Beschreibungen, auch an Tiermetaphern, die Elefantenfüße sozusagen sich annähern. Und das ist ja in einer jahrhundertelangen Tradition auch des Reiseberichts. Und auch klar, dass sozusagen, dass ich habe das schon erwähnt, dass sozusagen die Extreme, dass das auch das, teilweise das einem Publikum zugewandtes Schreiben ist. Das ist ein Brief natürlich, der ein anderes Publikum hat als ein Buch. Aber man kann es ja schon nachlesen auch, und das finde ich auch spannend bei der Lektüre, genau zu sehen, mit welchen Bildern sie und welchen Sprachbildern sie dorthin fährt und dass sie aus diesen Vorstellungen auch nicht heraus kann, was auch klar ist. Aber man sieht es dann auch schwarz auf weiß, also das finde ich spannend. Ist aber natürlich auch ihr Kapital, mit Sprachbildern zu arbeiten, das macht ihr sehr erfolgreich. Sie ist eine Schriftstellerin, ja. Genau. Der zweite Brief stammt auch aus dem Jahr 1847, der wurde in Ceylon geschrieben und das muss so rund um ihren 50. Geburtstag gewesen sein. Ja, das ist ein Brief auch von dieser ersten Weltumrundung. Und da schreibt sie an ihre Schwester Marie, sie hatte eine jüngere Schwester. Und da schreibt sie auch, also ich habe ihn ausgewählt, um zu zeigen, dass natürlich diese Reisen durchaus nicht ungefährlich waren. Also sie reist da unter anderem nach China, nach Kanton. Und sie beschreibt da gefährliche Situationen, die auch anderen Reisen begegnet sind. Aber irgendwie meint sie dann, also irgendwelche Leute, das sie mir dann berichten, dass sie in gefährliche Situationen gekommen sind. Und alle raten ihr natürlich immer ab, das zu tun. Ja? Also irgendwie die Leute vor Ort, da irgendwelche Kolonialbeamten sagen, bitte, um Himmels Willen, machen Sie das doch nicht, das ist viel zu gefährlich. Und sie macht es halt dann einfach, weil sie das sehen will. Sie ist unglaublich neugierig und wissbegierig. Und ich glaube, es ist für sie auch so ein Auftrag, ja, überall hinzukommen, Dinge zu sehen, Unbekanntes zu sehen und darüber dann auch zu berichten. Brief an Schwester Marie Candy auf Ceylon, 24. Oktober 1847. Meine geliebte Freundin und Schwester, nun habe ich drei Teile der Welt glücklich durchstrichen und den letzten hoffe ich eben der Art zu überwältigen. Gleich nach meiner Ankunft in der Heimat will ich zu dir eilen und an deiner Seite mich der so lang entbehrten Freundschaft erfreuen. Das sollen wahrhaft selige Tage für mich werden. Der gänzliche Mangel an Austausche mit wahrhaften Freunden ist das Einzige, was ich oft bitter fühle. Ich finde zwar häufig gute und gefällige Menschen, doch welch schwacher Ersatz für lang bewährte Freunde. In China berührte ich Macau, Hongkong, Wampao, Kanton und noch einige Orte am Perlflusse hinauf. Ich sah mehr, als es bisher einer europäischen Frau vergönnt war, zu sehen, denn ich scheute weder Scheltworte noch Steinregen. Ich ging mit Missionären und zweimal sogar verkleidet als Mann. Ich fuhr nach einer Gegend den Perlflusse entlang, welche Partie einige Tage zuvor von 8 jungen Leuten unternommen wurde und die auf halbem Wege umkehren mussten, da man vom Ufer aus auf sie schoss. Ich glaube aber, dass diese guten Leute aus lauter Herzhaftigkeit viel mehr sahen und vermuteten, als an der Sache war. Denn auch als ich mit einem Missionär diese Partie machte und wir in jene gefährliche Gegend kamen, hörten wir feuern und unsere Fährleute wollten durchaus nicht weiter. Wir aber zwangen unsere Mannschaft fortzufahren und nicht nur hier, sondern in all den Ortschaften, wo wir landeten, besuchten wir ungestört die Bewohner. Sie umgaben uns zwar haufenweise, doch weiter taten sie uns auch nicht das Geringste. Viele Mädchen und Weiber mit den verkrüppelten Füßen, und wunderbar kam es mir vor, sie auf diesen Füßen gehen zu sehen. Von China begab ich mich nach Indien, und zwar nach Singapur, wo ich 4 Wochen blieb, um auf eine Gelegenheit nach Kalkutta zu warten. Auf Singapur ging ich mit 5 Herren auf eine Tigerjagd. Leider fanden wir statt eines Tigers nur einen Bären, mehrere Affen, Lori und Schlangen. Letztere hielten sich auf den Bäumen auf. Sie hatten sich ganz zusammengerollt und lagen in großen Klumpen auf den Ästen.
Zwei Schlangen wurden geschossen, davon jede 3 Ellen lang war. In Singapur ist übrigens nichts zu sehen. Und nachdem ich die 4 Wochen verloren hatte, musste ich auf einen Platz im englischen Dampfschiffe nehmen, der über alle Maßen teuer und schlecht ist. Ich nahm einen Platz in der 2. Klasse und musste für eine Reise von 9 Tagen 117 spanische Taler zahlen. Die Kost bestand aus all den Resten der 1. Tafel und jener der Herren Offiziere. Oft bekamen wir auf eine Schüssel zusammengemengt, was ursprünglich auf 3 bis 4 Schüsseln gerichtet war. Der Aufwärter dachte vermutlich, dass es höchst gleichgültig sei, ob das Ding in oder außer dem Magen gemischt wird. Zur Tischgesellschaft hatten wir die Köche, die Aufwärter, den Schlächter und wer sonst noch vom Schiffsvolke teilnehmen wollte. Trinkgläser kamen 2 zum Vorschein. Das eine davon eignete ich mir zu, aus dem anderen wurde gemeinschaftlich getrunken. Aber natürlich erst dann, wenn jemand so gnädig war, eine Flasche Wasser zu bringen. Ich holte mir meine Portion gewöhnlich selbst aus dem Fasse. Anfänglich gab man uns statt eines Tischtuches ein gebrauchtes Betttuch vom ersten besten Gast aus der Schlafkabine. Das nenne ich doch englischen Komfort. Viel hätte ich dir noch zu schreiben. Freilich will ich dir im nächsten Jahr erzählen, was für jetzt in der Feder geblieben. Lebt wohl, meine Geliebten, und denkt der fernen Wanderin, die manches Ungemach zu ertragen hat, weil ihr nichts als die Kleinigkeit Geld fehlt. Ewig deine treue Freundin Ida. Das war ein Brief an ihre Schwester Marie. Was hat denn eigentlich ihre Familie zu all diesen Abenteuerreisen gesagt? Und was die Wiener Gesellschaft? Naja, genau wissen wir es nicht, also was die Familie sagte. Wir wissen nur, dass sie vor ihrer ersten Fernreise, eben diese Pilgerfahrt ins Heilige Land, von allen beschimpft worden ist. Ja, als nähere und überspannte Person schreibt sie wörtlich, alle haben sie eben als solche bezeichnet. Und sie hat auch vor dieser Reise niemandem gesagt, wohin sie wirklich fährt. Also sie hat nur gemeint, sie fährt bis Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Und selbst das war eine Sensation. Ja. Also da schreibt sie dann auf dem Schiff, dass sie sofort umringt worden ist von allen anderen Reisenden. Eine alleinreisende Frau, das war einfach vollkommen ungewöhnlich. Ich glaube, dass es ihrer Familie nicht wirklich recht war. Also ihren Brüdern, die fürchteten um den guten Ruf der Familie. Das sehen wir ja dann auch, als sie eben den ersten Reisebericht veröffentlichen will. Da muss sie zurückziehen, weil der William Mann, ja, der, von dem sie schon seit einem Jahrzehnt etwa getrennt gelebt hat, das Mitspracherecht einfordern, tut es auch. Sie muss auch dann Passagen streichen und darf nicht mehr selber verhandeln. Ne? Und sie schreibt da in einem Brief, der ist auch an den Verleger, der ist erhalten und auch im Buch enthalten, dass sie diese Hefte, die vorhin schon erwähnt worden sind, die sie während der Reise geführt hat, zurückfordern muss, weil eben ihre Brüder und der Mann da Einsicht nehmen wollen und bestimmte Dinge, die vielleicht als nicht einer Dame aus gehobenen gesellschaftlichen Kreisen würdig sind. Ja. Also das ist schon schwierig gewesen und man sieht, dass das einerseits solche Frauen oder konkret Ida Pfeiffer abgetan worden sind als Verrückte, die Dinge machen, die jemand, der bei Verstand ist, nicht machen sollte, insbesondere eine Frau alleine. Und auf der anderen Seite natürlich was sensationell, was sie getan hat. Also sie wurde dann immer umringt, die Journalisten haben über sie geschrieben, aber natürlich auch negativ. Also da gibt es viele, viele Zeitungsberichte dann in weiterer Folge aus Tages-, Wochenzeitungen. Und einer beginnt so mit den Worten so in etwa, ja, ich habe jetzt einen Termin, ein Interview mit Frau Ida Pfeiffer und ich war ganz erstaunt, dass mir da eine bescheidene, nette, liebe Biedermeier-Dame gegenüber saß und kein Mann-Weib. Ja, also sozusagen, man hat diese Frauen immer als, wie gesagt, Mann, Weiber, Amazonen und wie auch immer sich vorgestellt. Ja, auf jeden Fall keine braven
Biedermeier-Damen. Das war natürlich trotzdem eine gute Werbung für Sie. Ja. Und Sie hatte dann auch von diesen Vorträgen gelebt. Hat sie davon leben können? Also von den Vorträgen nicht, von den Büchern, weil Vorträge, da hat sie sich, hat sie wahrscheinlich nur einen gehalten. Wichtig waren diese Bücher. Also dass sie nach den Reisen dann, also nach diesem ersten schwierigen Anlauf, wo da die Familie irgendwie oder die männlichen sozusagen Mitglieder der Familie, weil Frauen waren nicht geschäftsfähig, Einspruch erhoben haben, ab diesem Zeitpunkt dürfte es so gewesen sein, dass man sich damit abgefunden hat. Und sie hat dann auch die Verhandlungen selber geführt. Also da gibt es ein paar weniger schriftliche Dokumente. Und das war ganz wichtig, eben diese Bücher. Da dürfte sie doch einiges an Einnahmen lukriert haben. Und dann in weiterer Folge, also bei der zweiten Weltreise, hat sie dann schon begonnen. Also da war sie total geschäftstüchtig, das Buch parallel auf Deutsch und Englisch zu publizieren und solche Dinge. Also da war sie sehr umtriebig und hat versucht, das alles eben auf den Weg zu bringen, ganz geschäftstüchtig, also ganz untypisch eben für eine Frau der damaligen Zeit. Und eine weitere wichtige Einnahmequelle waren die Sammelobjekte, die sie mitgebracht hatte. Es sind Ihre Reisen natürlich, Sie haben es gesagt, ein Geschäftsmodell. Das heißt, sie hat berichtet von exotischen Orten, von ihren oft unglaublich scheinenden Erlebnissen. Da stellt man sich die Frage, kann man ihr denn dann alles auch glauben? Denn je interessanter und exotischer, desto besser wird sich's wohl verkaufen. Naja, vielleicht ist es naiv. Ich glaube ja schon. Also, nein, also man muss schon sehen, was das für ein Charakter, also welchen Charakter sie hatte. Sie war wirklich eine sehr nüchterne, klare Frau, bestimmt, selbstbewusst und so weiter. Also es gibt ja, ich meine, das klingt ganz lustig, aber viele Schnörkel gibt es da nicht in ihren Büchern. Also da wird ganz klar erzählt, was sie erlebt hat, natürlich vielleicht im stark geprägt von dieser Sichtweise eben einer Frau aus dem gehobenen Bürgertum. Aber es wird nicht herumgeredet um Dinge, sondern da werden die Tatsachen berichtet und beschrieben. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das mehr oder weniger so abgelaufen ist. Natürlich gibt es halt irgendwie Interpretationen, das ist immer so. Aber wir wissen ja auch, dann bei der zweiten Weltreise ist in einem privaten Teilnachlass von Ida Pfeiffer das Visa-Buch sozusagen, das Passbuch erhalten, wo sie da durch ganz Indonesien fährt, ja, in die entlegensten Gegenden. Und das war ja damals kolonial beherrscht von den Holländern, niederländisch Indien und auch von den Briten zum Teil. Und die haben alle, also da ist ihre Ankunft und Abreise an diesen Orten, Banda, Sumatra, ich weiß nicht was alles, dokumentiert. Ja. Also ich glaube ja, keine Ahnung. Aber vielleicht werde ich einmal eines Besseren belehrt. Und vielleicht tauchen hier auch noch Briefe auf. Ja, genau. Ja. Ich meine, das ist vielleicht eine Frage, die uns Germanistinnen verbindet, dass man sagt, okay, das ist jetzt sind auch Texte, die publiziert worden sind. Und sie hat ja doch diesen Bescheidenheitstopos, dass sie sagt, das, was ich erzähle, im Vergleich zu anderen, wo es stark übertrieben wird, sie versucht sich ja da auch abzuheben, dass das authentisch ist, was sie uns berichtet. Ich glaube schon, dass es vielleicht an wenigen Szenen, so wie dass sie sich als Mutter darstellt zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt, auf welcher Insel das war, von ihren vielen Inseln, wo sozusagen sie sich einheimische Kinder auf den Schoß setzt. Und sozusagen die Szene, die sie auswählt, hat natürlich schon auch damit zu tun, wie sie sich darstellt. Also das. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist auch von der Wissenschaft als authentisch sozusagen wahrgenommen. Aber trotzdem ist sie schon eine sehr bewusste Schriftstellerin, die ja das auch einzusetzen weiß, was sie auswählt. Natürlich, die Themen sind quasi auch vom Weiblichkeitsbild mitbestimmt. Hm. Also sie versucht sich ja immer als eine achtbare Frau auch zu skizzieren, Themen aufzugreifen, die für Frauen gedacht sind, möglich sind, die nicht zu kompromittierend sind. Natürlich die Auswahl der Themen, das ist halt schon sehr stark geprägt von zeithistorischen Umständen. Ne? Was war das zum Beispiel, würde ich sagen?
Naja, also wir haben es ja gesehen, solche Szenen von einem Ball zum Beispiel, wer da kommt, wie die angezogen sind. Also das sind so typisch weibliche Themen, also Mutterschaft auch, Kindererziehung oder auch Kleidung, das Aussehen der Menschen. Das waren so Themen, die man auch von den Frauen erwartet hat. Ja, das Frauenleben vor Ort, und dem hat sie sich auch gewidmet. Also, aber weniger jetzt politischen Analysen oder geografischen Darstellungen oder solche Dinge. Also alles, was diese harte Naturwissenschaft war, das war, hat man gedacht, das ist für Frauen ungeeignet, und das verdirbt sie auch und macht sie krank und verdirbt ihren Charakter. Also ich will nicht diese ganzen hochtrabenden Analysen zitieren, aber da gab es ja unglaublich viele wissenschaftliche Analysen, die dargestellt haben, wie die psychische Verfasstheit von Frauen war und was ihnen zugemutet werden kann. Keinesfalls die Lektüre von Zeitungen zum Beispiel, also diese ganzen politischen Dinge, das sollten die Frauen gar nicht lesen, wenn sie überhaupt lesen durften. Also das ist tatsächlich so. Und an dem orientiert sich natürlich auch das, was Ida Pfeiffer berichtet. Aber ich glaube nicht, dass sie absichtlich Lügengeschichten auftischt. Ja. Aber gerade die Naturwissenschaft, auch wenn sie selber keine war, für die Naturwissenschaft war sie auch wichtig. Sie haben vorher auch erklärt, erzählt, dass sie von den Sammlungen gut gelebt hat. Mhm. Das heißt, man hat den Eindruck, wenn man ihre Briefe liest, sie hat eine halbe Urwälder mitgenommen. Man fragt sich zum einen, wie sie das gemacht hat. Also es ist irrsinnig viel transportiert worden, wie sie es gemacht hat, aber auch, ja, für wen hat sie das mitgenommen? Und sie hat zum Teil ja offenbar auch sehr detailreich beschriftet. Zum Teil dann wieder weniger. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, wie sie es gemacht hat, das frage ich mich auch. Ja. Also sozusagen, da wissen wir sehr wenig, weil sie das nicht dokumentiert hat. Also da können wir nur von anderen Sammlern und Sammlerinnen rückschließen, wie sie das vielleicht gemacht hat. Schwierig war es für sie sicher, weil sie ja sehr bescheiden gereist ist, weil sie ja durch ihren Mann ihr ganzes Vermögen verloren hat. Also sie musste immer sehr bescheiden reisen. Das heißt, sie musste da zum Beispiel Spiritus mitnehmen, welche Glasbehälter, also ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich wüsste es selber gern, wie sie das gemacht hat. Ich habe eben jetzt für diese zweite Ausgabe des Buches Notizen gefunden über viele Umwege, die sie damals den Naturaliensendungen mitgeschickt hat, die sie ans Wiener Museum, also das war noch nicht das Museum, sondern das Wiener Naturalienkabinett, und das hat ein Mitarbeiter des Naturalienkabinetts damals entfernt, weil der hat Autographen gesammelt, ja, der Graf Ferrari. Und auf dem bin ich irgendwie auf die Spur gekommen, und deshalb kann man jetzt irgendwie rückschließen, dass sie da so Glasröhrchen geschickt hat und die muss ein Zettelchen reingelegt und das beschriftet, damit die Leute dann in der Sammlung da in Wien Bescheid wissen. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Sie können sich nicht vorstellen, wie sie es gemacht hat. Wie sie es gemacht hat, genau. Aber natürlich Naturwissenschaften, das war das Motto. Also das Sammeln galt als weiblich angemessen. Also sozusagen dieses Bienengleiche. Und da gab es viele, viele Britinnen, und die waren ja genauso unter diesem, litten genauso unter diesem Weiblichkeitsideal, durften auch vieles nicht machen. Die wissenschaftliche Beschreibung, das durfte sie nicht machen. Oder sie konnte ja auch nicht studieren und keine Bildung durchleben. Ja. Das Sammeln war etwas, das für die Frauen sozusagen da war, dass sie sich auch aneignen. Und es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viel britische Sammlerinnen, auch dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und wie gesagt, das durften sie. Und das Spannende bei Ida Pfeiffer ist, da hat sie wirklich Anerkennung gefunden. Also da gibt es eben von Vinzenz Koller, von dem hören wir dann einen Brief. Das war einer der Kustoden im Wiener Naturalienkabinett, und der hat sie auch immer unterstützt, weil sie eben so spannende und interessante Funde schicken konnte. Sie hat sich ja da auch in den Museen weitergebildet, also auf Eigeninitiative. Und die waren zum Teil ganz neue Arten, die in der westlichen Wissenschaft noch nicht beschrieben waren. Und das war das Interessante. Also das war während der zweiten Weltreise, wie gesagt. Und da sind ja dann sogar bekannte britische Reisende nachgereist. Also sie hat da sozusagen
auch diese Regionen so ein bisschen für die Wissenschaft eröffnet. Sie ist eine Pionierin. Ja. Um ihre Rolle als Sammlerin geht es ja auch zum folgenden Brief. Und zwar eben an den Herrn Vincent Collard, Singapur, 30. November 1851. Bester Herr von Collard, ich hoffe, dass Sie ein Kistchen vom Kap der guten Hoffnung bereits empfangen haben. Ich wünschte nur, dass einiges darin enthaltene wäre, das neu und brauchbar für unser Museum wäre. Die Seetangen werden wohl das Beste darunter sein. Auch von hier sende ich ein Kistchen ab, ob Sie es aber vor Ende Mai bekommen, weiß ich nicht. Der Hauptinhalt ist ebenfalls aus der See, teils Tangen, einige Fischchen, ein paar kleine Seesterne und so weiter. Ich war hier 5 Tage lang allein in einem Urwald, nur mit einigen Eingeborenen. Wir gingen von morgens bis abends herum, nach Insekten zu suchen. Die Ausbeute fiel leider mager aus, obwohl wir viele faule Baumstämme, anderes Holzwerk und dürres Laub untersuchten. Von Käfern war nichts zu sehen, ebenso wenig von Landschnecken. In einem Glase werden Sie eine ungeheuer große weiße Raupe finden. Sie kroch unter gefallenem Laub, ich konnte sie aber nicht mit nach Hause zum Verpuppen nehmen, da ich ihre Nahrung nicht kannte. Ein hiesiger Arzt sagte mir, dass er glaube, es entwickle sich eine sehr große Hummel daraus. Leider hatte ich auf meiner Exkursion zu wenig Spiritus mit. Es verdarben mir die größeren Gegenstände so sehr, dass ich sie wegwerfen musste. Ach, Sie glauben nicht, bester Herr Collard, wie schwer es ist, die gesammelten Gegenstände fortzuschaffen, wenn man mit dem Gelde so beschränkt ist, wie ich es bin. Gott weiß, wie es mir in Borneo gehen wird, denn da glaube ich, dass ich viel zu Fuß wandern werde müssen. Und was kann ich wohl dann mit mir führen? Nun werde ich bald an der Quelle sitzen. In einigen Tagen gehe ich nach Sarawak auf Borneo und kann nicht trinken. Sollten Sie, Herr von Collard, unter den Sachen, die ich einsende, etwas Neues oder Seltenes finden, so sehen Sie, dass es in einer der gelesenen Zeitungen oder Journale kommt. Vielleicht würde sich dann die Regierung herbeilassen, mir noch eine weitere Unterstützung zu gewähren. Unter den Insekten in der kleinen Blechdose sind 2 grüne wandelnde Insekten. Es ist ein Ehepaar, das ich so glücklich war, samt den Eiern zu bekommen. Die 2 Schlangen sind vom Lande Singapur, nicht von der See. Die 2 großen Spinnen hielten sich in ihrem Geweben zwischen den Bäumen gezogen auf. Das durchlöcherte Holz soll von einer ganz kleinen Seeschnecke durchbohrt sein. Es soll durchaus unmöglich sein, ein Tier davon zu bekommen. Leben Sie wohl, bester Herr von Collard. Empfehlen Sie mich den lieben Ihrigen auf das Herzlichste. So wie auch bitte Herrn Dr. Thiesing. Er soll sich von den Tangen nehmen, was er für sich benötigt. Den Rest möchte ich ihn bitten, wenn möglich, zu versilbern. Für mich hat jeder 20er großen Wert. Ihre ergebene Ida Pfeiffer. Man sieht aber auch, sie hat immer wieder Leute gefunden, sie hat sie gebraucht, aber auch gefunden, Leute, die ihr weitergeholfen haben, die ihre Reisen finanziert haben, die sie unterstützt haben in jeglicher Form. Und ich frage mich, wie das möglich ist, dass sie auch an diese Leute gekommen ist. Da waren ja dann auch Namen wie Prinz Albert dabei, der Mann der Queen Victoria, der sie unterstützt hat. Die Kontakte hat man ja auch nicht in seinem Telefonbuch unbedingt. Ja, ich glaube, dass sie einfach sehr engagiert und rührig war. Also sie ist da zu den Leuten hingegangen, hat bekannte Forscherpersönlichkeiten der damaligen Zeit kennengelernt. Sie wollte sich ja weiterbilden. Also zunächst ist sie ins Wiener Naturalienkabinett gegangen und da wurde sie auch empfangen. Also das war dann nach der ersten Weltreise, wo schon klar war, dass das irgendwie aufgrund ihrer fernen Reisen, dass das schon bedeutsame Sammlungen sind, die sie anlegen kann. Und da hat sie sich dann vom Leiter der Sammlung, von Karl Schreibers, ein Zeugnis ausstellen lassen zum Beispiel. Ja? Und dass sie sich in Sammeltechniken und so weiter unterrichten hat lassen. Und genauso hat sie es in Deutschland gemacht. Da hat sie den Alexander von Humboldt aufgenommen.
besucht, ja, mit ihrem Reisebericht, und er war ganz begeistert, weil sie hat eben den Chimborazo in Südamerika ausbrechen sehen, und seit der war er ganz beeindruckt von Ida Pfeiffer. Und in London hat sie es auch so gemacht. Also da ist sie halt dann ins British Museum und in verschiedenste Einrichtungen gegangen und hat Leute kennengelernt, die, also den George Robert Waterhouse, da werden wir später noch was hören. Und sie dürfte auch sehr nett gewesen sein irgendwie. Also so dieses kleine Weibchen, das da irgendwie daherkommt und irgendwie so ein bisschen schräge Ideen hat. Also das eine, aber auf der anderen Seite, glaube ich, war sie auch beinhart. Also sie hat ihren Willen immer durchgesetzt, das hat man auch gesehen vorhin mit dem Beispiel mit dem Glas. Es gibt zwei Gläser, eines nimmt sich Ida Pfeiffer. Also sozusagen so hat sie es immer gemacht, und sie hat sich durchsetzen können und ist halt mit ihrer Art gut angekommen und ist zu den Leuten vorgedrungen. Ne? Aber sie war auch beinhart sich selbst gegenüber. Ja. Es muss schon auch einen Ruhm gegeben haben, ja, der sozusagen um sie, ja, genau, sie kommt nach Stockholm, mhm, und wird von der Königin empfangen. Vielleicht nicht jetzt am selben Tag, aber das ist ja auch nicht was Selbstverständliches. Das hat schon, ja, eine Neugierde gegeben, offensichtlich sozusagen einen Ruf, der vielleicht sogar vorausgeeilt ist. Also das, sie war sicher schon auch eine Berühmtheit. Ja, das auf jeden Fall auch natürlich. Ja. Also da schreibt sie ja dann in den späteren Briefen, also während der zweiten Weltreise, immer wieder, dass zum Beispiel beim James Brooke auf Borneo, dass sie da Empfehlungsschreiben vorlegen will, und der sagt, ach, ihr Ruf ist ihnen vorausgeeilt, und das betont sie auch sehr, also darauf ist sie auch stolz natürlich. Und es waren ja nur ungefähr 17 Jahre, in denen sie gereist, ja, ist. Es war ja gar nicht eine ganze Lebensspanne, wo sie einen Ruf langsam hat aufbauen können, ja, sondern das ist mir sehr rasch gegangen. Und was ich vorher sagen wollte, sie war ja nicht nur beinhart anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Sie hat Strapazen auf sich genommen, sie hat Krankheiten überwunden, und sie ist, trotzdem sie krank war, sie hat dann Malaria gehabt und hat an den Folgen weiter gelitten, mhm, bis sie eigentlich dran gestorben ist, hat sie weiterhin Reisen unternommen. Ja. Im nächsten Brief, wir werden jetzt zwei Briefe hintereinander lesen, vielleicht können Sie da noch kurz was dazu sagen. Ja, das ist eben an die Freundin, wo hier auch ein größeres Konvolut ist, Frau Schwarz. Und da sieht man schon, sie sind zwar, wie gesagt, per Sie, aber die dürften ein sehr enges Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis gehabt haben, weil da schreibt sie schon ein paar so humoristische Dinge, die man eigentlich in der Briefkultur des 19. Jahrhunderts bei einer Dame des Bürgertums nicht erwarten würde. Und da kommen auch ein paar interessante Details vor. Da verweist sie auf ihr privates Museum, das sie von den eingerichtet hat in Wien. Und auch so ein bisschen, wie sie das Fremde sieht, kommt dann im zweiten Brief auch vor. Und wie sie da auch in Indonesien dann eine Insel nach der anderen quasi abhakt. Also das sind diese beiden Briefe. Makassar auf Celebes, 18. Dezember 1852. Liebe gute Frau von Schwarz, wenn Sie mein Briefchen auch erst lange nach dem Beginne des Jahres 1853 erhalten, so mag es Ihnen wenigstens zeigen, dass ich meiner lieben Freunde gedacht habe. Von meinen Reiseabenteuern kann ich wohl schweigen, denn wenn die Posaunen der deutschen Journalisten und Zeitungsschreiber so viel Lärm davon machen wie die indischen, so sind sie stets au fait der Sache. Einen großen Zuwachs wird mein Privatmuseum von all den Orten bekommen, die ich besuche. Darunter wird es sogar an Totenschädeln nicht fehlen. Von den batakischen Menschenfressern auf Sumatra eroberte ich einen schön geschnitzten Stab, der aus dem Baumstamme geschnitzt wird, an welchem ein Mensch getötet wird, der zum Aufzehren bestimmt ist. Auf Yogyakarta bekam ich eine weiße Schildkröte, eine so seltene Erscheinung, dass nicht einmal die Naturgeschichte eine Erwähnung von solchen macht. Ferner sollen Sie einen Ring sehen, den der javanische Kaiser von Surakarta vom Finger zog, um ihn mir anzustecken. Von Insekten und Schmetterlingen, von Schlangen und anderen Reptilien wird gesammelt mit einer Beharrlichkeit, die seinesgleichen sucht. Nur weiß ich nicht, wie sie in unserem Museum ankommen, denn die Jahreszeit ist für solche Gegenstände stets schlecht. Entweder regnet es oder die Luft ist zu feucht. Auf Makassar ist das Wetter so grenzenlos schlecht,
dass es des Tages nicht mehr als 24 Stunden regnet. Ich weiß wahrlich nicht, was Ärger ist, ein wienerischer Winter oder eine tropische Regenzeit. Nur so viel weiß ich, dass ich die langen Abende hier bei weitem nicht so angenehm dahinbringe wie bei uns. Die Gesellschaften sind höchst unangenehm zu besuchen. Wenn man auch nur auf 2 Stunden zusammenkommt, putzt man sich wie zu einem Bal Paré. Die Gespräche enthalten ein Nichts und gespielt wird hoch. Dass ich mich von diesen Gesellschaften so gut losmache als von den Heimischen, können Sie sich wohl denken. Im Grunde genommen sind die Europäer, die hier auf mehr als die halbe Zeit ihres Lebens gebannt sind, sehr zu bedauern. Und doppelt die Frauen, deren Jugend und Schönheit hier umso schneller zu Grabe geht als in Europa. Ich liebe das Reisen in solche Länder, aber danke Gott 1000 Mal, dass ich nicht verbannt bin, da zu leben. Also leben Sie wohl und auf ein glückliches Wiedersehen in der neuen Welt. Grüßen Sie Ihren Herrn Gemahl auf das Herzlichste und noch viel, viel herzlicher, wenn er sie mir entgegenbringt. Ihre wahre Freundin Ida Pfeiffer. Und jetzt der Brief vom 20. Mai 1853. Liebe gute Frau von Schwarz, bin ich doch eine zudringliche Person, werden Sie denken, so weit entfernt und dennoch schon wieder ein Brief. Nun, ich verspreche Ihnen, dass Sie dieses Jahr keinen mehr empfangen sollen. Ich gebe Ihnen nun eine ganz kleine Nachricht von meinen winzigen Ausflügen, die ich nach der Rückkehr von Sumatra auf Batavia machte. Kaum, dass ich mich 14 Tage ausgeruht hatte, schiffte ich mich nach Samarang ein, besuchte die kochenden Schlammquellen sowie die berühmten Tempel Buddhas, worunter der vorzüglichste, der Borobudur, ist. Er enthält allein 500 mehr denn lebensgroße Statuen des Gottes Buddha. Meinen Schluss auf Java machte Surabaya. Da schiffte ich mich nach den Molukken, stieg auf dem Inselchen Banda zu Lande, das ganze Waldungen von Muskatbäumen besitzt. Grässlich war das Städtchen Banda anzusehen. Es war von einem Erdbeben, das einen Monat vor unserer Ankunft statt hatte, in einen beinahigen Schutthaufen verwandelt. Noch in der Zeit, als ich auf Banda war, gab es mehrere Erdstöße. Mit Vergnügen sagte ich daher diesem Platze lebe wohl und zog nach Ambon, den Gärten der Gewürznelken. Auch hier litt es mich nicht lange. Besonders Ceram steckte mir im Kopfe, denn da karamboliert man doch wieder mit einem wilden Volke, das unter die Kopfabschneider gehört. Von Ceram ging ich nach Menado. Letzterer Ort liegt im Norden der Insel Celebes und ist nicht nur seiner Üppigkeit, sondern auch seines angenehmen Klimas wegen ein angenehmer Aufenthaltsort. Ich reiste da in Kreuz und quer herum, besuchte alle Missionäre, deren es ziemlich viele gibt. Von Menado ging ich nach der Südküste von Celebes, nämlich nach Makassar. Da machte ich wieder große und sehr beschwerliche Reisen. Einmal sank ich so tief in Morast ein, dass ich kaum mit Hilfe von 2 Menschen wieder an das Tageslicht kam. Ein andermal musste ich mit 21 Leuten eine ganze Nacht auf einem großen See in einem ausgehöhlten Baumstamme zubringen. Wir saßen wie die Pickelheringe eingequetscht und eingepresst. Und als ich ans Land kam, konnte ich nicht gleich stehen. Ich dachte schon, die Füße eines anderen erwischt zu haben. Jetzt sitze ich auf Rosen und Lorbeeren zu Makassar und warte, bis der Dampfer wieder flügge wird und nach Batavia segelt. Da will ich dann nur all meine gesammelten Schätze an Insekten, Fischen, Schlangen, Elefanten und Rhinozerussen einpacken und dem indischen Archipel ein Schnippchen schlagen und weiterziehen. Wohin? Das weiß ich jetzt noch nicht zu sagen. Vermutlich erhalten Sie mein nächstes Geschreibsel aus irgendeinem fremdartigen, noch nicht entdeckten Weltteile. Vielleicht aus Pfeifferia
oder vielleicht gar aus dem Monde. Bis dahin leben Sie wohl und vergessen Sie mich nicht ganz. Ihren Herrn Gemahl, meinen heimlichen Geliebten, grüßen Sie mir herzlichst. Mit recht viel Achtung, Ihre wenig ergebene Ida Pfeiffer. Die Freude im Fabulieren, das Talent zum Erzählen, das macht auch heute noch Spaß. Der nächste Ausschnitt, den Sie ausgesucht haben, ist aus 1857, also machen wir einen kleinen Zeitsprung, 4 Jahre später. Und dieses Jahr 1857, das hat schon noch eine Zäsur bedeutet. Sie haben einen Ausschnitt aus Madagaskar ausgesucht. Madagaskar war aber insofern interessant, da braucht man nur ein paar Stichwörter und Sie haben eine schöne Geschichte dazu. Putsch, Königin Madagaskar. Ja, also die Problematik war einfach, Ida Pfeiffer wollte unbedingt Madagaskar besuchen, weil das war weniger erforscht und sie hat sich da reiche Sammlungen erwartet. Ja? Und die politische Situation war aber sehr schwierig. Die Kolonialmächte England und Frankreich wollten beide die Insel sozusagen für sich einnehmen, aber die Herrscherin dort, die Königin Rana Bolana, hat die Kolonialmächte außer Landes geworfen. Und Pfeiffer lässt sich da auf einen zwielichtigen französischen Reisenden ein, der im mit dem Sohn dieser Königin einen Putsch angezettelt hat und der wird aber dann aufgedeckt und Ida Pfeiffer, die schon krank ist, wird dann wochenlang in malariaverseuchten Regionen außer Landes gebracht. Sie hat schon gefürchtet, dass sie überhaupt umgebracht wird. Genau, also es war wirklich an der Kippe, sie war wirklich sterbenskrank, auch ihr Kollege Lambert hat er geheißen, der litt auch an Malaria, der hat das länger überlebt, aber sie ist dann eben nach Mauritius zurück, wo sie bei befreundeten Familien untergekommen ist, also sie hat da sie ist ja zunächst nach Mauritius, hat da Leute kennengelernt, die sie dann gesund gepflegt haben und also gesund, zumindest so weit wiederhergestellt, dass man nicht angenommen hat, dass sie am nächsten Tag oder in den nächsten Stunden sterben wird. Und das war aber trotzdem ihr Todesurteil letztlich. Und aus Mauritius kommt eben dieser Brief, ja, sie schreibt an den George Robert Waterhouse, das ist eben ein Mitarbeiter des British Museum, der sehr bekannt war, ein anerkannter Wissenschaftler, der auch für Charles Darwin zum Beispiel einen Teil der Sammlungen beschrieben hat und mit dem sie befreundet war und der sie auch unterstützt hat, ja, der die Ankäufe auch befördert hat fürs Museum. Und da berichtet sie eben über die Situation, in der sie gerade ist. Mauritius, 19. November 1857. My dear Mr. Waterhouse, Herr Stevens wird Ihnen erzählen, wie unglücklich meine Reise nach Madagaskar ausgefallen ist. Ich brachte nichts mit mir zurück als eine gänzlich zerstörte Gesundheit. Und dennoch will ich nicht zurück nach Europa gehen, da ich bisher nicht gesammelt habe. Wenn es meine Gesundheit und die kleinen Geldmittel erlauben, über die ich zu verfügen habe, so gehe ich von hier aus nach Sydney, dann nach Neuseeland und womöglich nach Neukaledonien. Ich muss und will irgendwo eine schöne Sammlung machen. Wenn Sie mich jetzt sehen würden, möchten Sie mich kaum kennen. Ich bin so mager geworden wie ein Skelett und sehe um 10 Jahre älter aus, als ich bin. Ich glaube, es gibt keine bösartigere Krankheit in ihren Folgen als das Madagaskar-Fieber. Die meisten, die es bekommen, sterben an den Folgen. Und auch ich war durch 24 Stunden gänzlich aufgegeben. Und mein Reisegefährter, Herr Lambert, ein junger, kräftiger Mann von 32 Jahren, ist so schlecht, dass er aussieht, als hätte er die Abzehrungen im letzten Grade. Es ist sehr zweifelhaft, ob er noch so gut durchkommen wird wie ich. Wenn Sie die Güte hätten, mir zu schreiben, ich möchte gar zu gern wissen, wie es Ihnen allen geht. Sie dürfen den Brief nur nach Sydney Poste Restante adressieren. Grüßen Sie all Ihre Lieben und wenn Sie alle halb so oft an mich denken, wie ich an Sie, so bin ich schon zufrieden. Leben Sie wohl, Ihre wahre Freundin Ida Pfeiffer. Also das letzte Lebensjahr
war eins, das war geprägt von Krankheit und ich weiß nicht, hat sie schon geahnt, dass sie bald sterben wird. Wir haben nur noch einen Brief, den schreibt sie an die Minna Stein. Ja, den können wir auch, ja. Sie hat, glauben Sie, hat sie es gewusst, dass sie so krank ist und dass sie nicht mehr lange zu leben hat? Nein. Sie hatte trotzdem weiter geplant. Ja, ich glaube nicht, dass sie gedacht hat, dass sie stirbt. Also die, so ihr zäher Charakter und ihr Durchhaltevermögen, die haben da noch irgendwie die Oberhand behalten sozusagen. Und da sieht man ja, sie packt ihre Koffer und die sind dann schon auf dem Dampfer, das schreibt in anderen Briefen, nach Sydney, ja. Also sie ist überzeugt, dass sie jetzt nach Australien fährt, weil da war sie noch nie. Aber dann ist eben die, sind diese Fieberschübe immer wieder gekommen und dann entschließt sie sich, nach Europa zurückzufahren. Nicht gleich nach Hause natürlich, weil sie will nicht, dass ihre Familie sie so sieht. Und über lange, viele Etappen fährt sie zurück und kommt dann nach Hamburg. Und dort geht sie dann auch in Spitalsbetreuung. Und dann wird aber klar, sie wird nicht mehr lang leben können, beziehungsweise muss sie jetzt nach Hause. Und selbst als sie dann zu Hause ist, schreibt sie, ja, die heimatliche Luft, die tut mir so gut. Ich werde jetzt gleich wieder fit sein und dann weitere Reisen unternehmen können. Also, ich glaube nicht, dass sie da jemals einen Gedanken daran verschwendet hat, dass ihr Reiseleben schon vorbei ist. Minna ja. Stein oder der an den Konsul? Geht auf Minna Stein, ja. Hamburg, 15. Juni 1858. Liebe Minna, glücklich bin ich zwar in Hamburg angekommen, aber mit einer gänzlich zerrütteten Gesundheit. Ich werde zu dir kommen und du musst mich pflegen wie ein Kind. Schreibe mir umgehend, ich bleibe nur so lange hier, bis ich deinen Brief erhalten habe. Schreibe mir, ob du allein bist und ob du mich aufnehmen kannst. Lebe wohl, Ida Pfeiffer. 2. Juli 1858. Ach, welche Freude gewähren mir deine und Minnas Briefe. Ihr wisst, wie ich euch liebe, aber kommt nicht hierher, es würde mich zu sehr beunruhigen. Jetzt habe ich wieder das Fieber. Darum schreibe ich dir nur die paar Zeilen. Sobald ich besser bin, ein mehreres. Schreib an Minna, sie braucht sich mit nichts belasten, nicht mit Weinen, noch sonst etwas. Lebt alle wohl. Deine treue Ida. Im Oktober ist sie dann gestorben. Weiß man, was es für Reaktionen auf ihren Tod gegeben hat? Ja, die weiß man mittlerweile. Es gab tatsächlich weltweit Reaktionen. In den Zeitungen wurde über ihren Tod berichtet. In Europa, in vielen Orten, wo sie gewesen ist, natürlich, aber auch in den Blättern in Indonesien und so weiter und in den britischen USA und so weiter, da ist tatsächlich, sind überall Nachrufe für sie erschienen. Ja. Also sie hat schon eine große Berühmtheit erlangt und das wurde tatsächlich auch wirklich aufgenommen und berichtet, dass sie gestorben ist. In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, vielleicht tauchte doch noch der eine oder andere Brief auf. Ihr Sohn ist eben dann nach Südamerika ausgewandert, hat dort gelebt, hat auch wieder Kinder gehabt. Aber bis jetzt ist es nicht gelungen, herauszufinden, welche Nachkommenschaft es gibt und ob es da womöglich noch Briefe gibt, die erhalten sind. Ja, leider. Also ich habe versucht, da irgendwie mich auf die Spur von Oskar Pfeiffer zu begeben, aber die Dinge, ob da überhaupt ein Nachlass vorhanden ist oder nicht, das weiß ich nicht. Es gibt keine Lebensdokumente von Oskar Pfeiffer selbst. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es sehr viele Berichte auch über seine Konzerte gegeben hat, aber er war an so vielen Orten zu Hause und hat immer wieder woanders gelebt. Und also ich gehe mal davon aus, dass wenn es noch etwas gibt, das irgendwo vielleicht in einem südamerikanischen Land sich befindet, falls es aufgehoben worden ist, weil der ältere Sohn Alfred, der ist in Ipsitz gestorben und dieser Bestand ist ja zu einem größeren Teil jetzt noch vorhanden. Der befindet sich im Privatbesitz, wo es einige wichtige Dokumente gibt. Und ansonsten könnte es natürlich auch sein, also
entweder irgendjemand bringt mich auf die Spur von lieben Oskar und er hat noch Kinder, aber es tauchen immer wieder einzelne Schriftstücke auf. Eben dieser Brief an die Baronesse Minna Stein, der ist kürzlich eben im Antiquariat aufgetaucht, den hat dann ein Privatmann gekauft und dem Naturhistorischen Museum gestiftet. Also das ist sozusagen so ein Dokument, wo ich hoffe, dass da noch mehrere irgendwo vergraben liegen und vielleicht dann zum Vorschein kommen. Das heißt, es lebt die Chance, dass in 10 Jahren ein noch dickeres, noch schöneres Buch mal schauen. Erscheint. Das ist auch wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Also die Zeit ist fortgeschritten. Ich sage jetzt noch 2 Dinge. Das eine ist, ich falle Ihnen jetzt ins Schlusswort. Ja. Sehr unhöflich. Dann war es ein Vorschlusswort. Dann war es ein Vorschlusswort, weil ich etwas vergessen habe. Ich habe auf den Büchertisch hingewiesen, ich habe aber nicht darauf hingewiesen, dass die Kira Waldner eine sehr schöne Vitrine zusammengestellt hat, die beim Eingang draußen ist, wo Sie einerseits ein Originalbuch finden mit einem schönen Frontispiz und auch einige der Dokumente, die wir hier an der Wien-Bibliothek haben. Also wenn Sie dann beim Glas Wein stehen oder nach Hause gehen, werfen Sie einen Blick auf diese Dokumente. Entschuldigen Sie, das war's schon. Ja. Das wäre es eh gewesen, so ungefähr. Aber falls jetzt der eine oder andere für 1, 2, 3 Fragen, haben wir schon noch Zeit, den Rest verlagern wieder nach draußen zu Wein und Brot. Aber wenn jetzt jemand noch eine Frage hat an die Frau Dr. Habinger, bitte gerne. Ich zähle bis 3. Immer, sie ist allein, aber sie muss ja jemanden gehabt haben, der den Koffer getragen hat, der gesagt hat, was sie sammelt. Oder das, es ist sehr, sehr viel abgehoben theoretisch. Ich bin eine Praktikerin. Wie hat sie das angestellt? Naja, das sind schwierige Fragen, aber natürlich hat sie immer wieder, also das schreibt sie auch in ihren Reiseberichten, dass sie Kofferträger organisiert hat, weil sie schreibt nämlich dann darüber, dass sie was Ohr gehauen worden ist, ja, sozusagen, dass sie zu viel verlangt haben. Also solche Leute, die ja zu Diensten waren gegen Entgelt, die gab es natürlich. Und sie ist auch halt überall, wo sie hingekommen ist, auch zu den Honoratioren gegangen, zu den Konsuln, zu österreichischen Konsuln, die hat es ja auch in vielen Ländern im Nahen Osten zum Beispiel gegeben und die hat sie um Hilfe gebeten, solche Dinge, aber die hat sie nicht immer bekommen. Sie hat sich halt schon auf den, wenn sie irgendwo mit dem Schiff hingekommen ist, schon an Bord des Schiffes erkundigt, wo kann ich unterkommen, wo gibt es vielleicht eine Pension, solche Dinge berichtet sie auch. Und sie ist auch nicht immer ganz alleine gereist. Ja? Also sie hat sich oft auch anderen Reisenden angeschlossen, gerade eben bei dieser ersten Reise, die sie da ins Heilige Land unternommen hat, hat sie andere Reisende kennengelernt und mit denen ist sie halt dann irgendwo hingeritten oder so, weil das war zum Teil auch eher gefährlich, wenn man alleine unterwegs war. Also da gab es anscheinend irgendwelche räuberischen Gruppen, die da unterwegs waren und da war es dann schon besser, sich mit Leuten zusammenzuschließen und die hat sie aber, das waren Freundschaften, die sie auch dann länger gepflegt hat, ja? Zum Beispiel zum Graf Berchtold. Den hat sie dann eben auf der ersten Weltreise auch zu Beginn begleitet. Den hat sie zufällig getroffen auf dem Weg nach Hamburg in Prag und da gesagt, ah, ja, ich komme mit. Und so. Sie war schon eine unglaubliche Netzwerkerin. Ja, sie hat ja auch diese Beziehungen dann weitergeführt. Ja. Das waren Leute, die durchaus bereit waren, ihr auch länger unter die Arme zu greifen. Ich glaube schon, dass sie ein gutes Netzwerk hatte, ja? Und dass sie sehr aktiv war. Also das ist, glaube ich, auch so typisch für dieses bürgerliche Dasein, dass man viele Leute gekannt hat, die auch die Freundschaften gepflegt hat. Und sie war ja ständig dann unterwegs. Ja? Sie hatte in Wien gar keine Wohnung mehr gehabt zwischen diesen Reisen. Und es gibt ein Reisenotizbuch, wo sie dann immer schreibt, wo sie wann war. Also das habe ich eben versucht auch zu rekonstruieren. Also da war sie kaum ein paar Wochen zu Hause, vielleicht 2 Wochen in Wien und dann ist sie schon wieder weg und bleibt irgendwo 3 Monate. Wieder bei einer Freundin in Hamburg oder bei einer Verwandten oder in Triest. Oder die war ständig unterwegs. Also fürchterlich eigentlich, oder? Also die muss wirklich so einen wahnsinnigen... Naja, das muss man sich einmal vorstellen. Ne? Strapaziös einfach. Strapaziös, ja. Anstrengend. Ja. Aber jeder, wie er mag. Ja, genau. Ja. Gut. Ja. Eine Frage noch.
Nein, das weiß man eben nicht. Also man weiß es, es gibt Vermutungen. Sie schreibt das irgendwo in einem Zimmer, also genau, in einem Zeitungsbericht wird darüber berichtet, in der Ostdeutschen Post oder so, glaube ich, dass das in einem kleinen Zimmer am Graben war. Und meine Annahme und auch von anderen Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Pfeiffer beschäftigen, ist, dass das vielleicht bei ihrer Freundin Frau Schwarz war, weil bei den Briefen an Frau Schwarz ist dankenswerterweise oder glücklicherweise sind auch die Kuverts erhalten. Das heißt, wir wissen, wo die Frau Schwarz gewohnt hat, das war am Graben. Und es könnte sein, man hat es ja gehört in dem Brief, dass sie sehr eng befreundet waren, dass sie dort vielleicht ihr dieses Museum eingerichtet hat. Ja, aber genau weiß man es nicht. Ja, weiß man, welche Sprachen sie beherrscht? Waren die Briefe alle auf Deutsch geschrieben, auch die an den, glaube ich, englischsprachigen Adressaten? Ja, Waterhouse. Waterhouse, ja. Französisch wird sie wahrscheinlich gekonnt haben. Sie hat Französisch gekonnt, Englisch hat sie sich dann irgendwie so angeeignet, wie sie schreibt. Französisch war klassische Bildung von Frauen in der Zeit. Und dann hat sie sich immer ein paar Brocken der Landessprache angeeignet. Es gibt auch so ein Notizbuch der ersten Weltreise, da sind dann auch so Floskeln drinnen. Wie komme ich dorthin, wo gibt es ein Zimmer und sowas. Ja? Auf Malaiisch oder so, genau, habe ich es jetzt nicht im Kopf. Und dann schreibt sie in ihrem Reisebericht auch, wie perfekt sie die Zeichensprache und das Zeichnen beherrscht hat. Ja? Da schreibt sie dann, dass sie dann, wenn sie irgendwie so in zivilisierten Umfeld war, dass sie sich beherrschen musste, dass sie nicht wieder alles mit Zeichensprache versucht zu kommunizieren. Also sie war halt, also sie hat sich da irgendwie durchgeschlagen und eigentlich hat sie immer nette Leute getroffen, hat immer was zu essen bekommen und so weiter. Also, aber wie gesagt, so ein paar Floskeln hat sie sich immer angeeignet. Und die Briefe waren alle auf Deutsch? Die waren alle auf Deutsch, ja. Ja, also ich kenne keine englischsprachigen. Ja, weil einer hatte so einen englischen Einstieg, ja. Mit dir, Mr. Waterhouse, genau. Ja. Also vielleicht konnte der Deutsch oder hatte jemand, der es ihm übersetzt hat, aber ich glaube, der konnte wahrscheinlich Deutsch. Oder so viel, dass er es verstanden hat. Oder er ist zum August Petermann gegangen, das war ein deutscher Geograf, der auch in London gelebt hat, der das vielleicht für ihn übersetzt hat. Ja. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass Sie doch einen längeren Abend mitgemacht haben und zugehört haben. Danke. Danke auch Ihnen für die schöne Lesung. Und wie gesagt, draußen gibt es die Vitrine anzuschauen, es gibt das Buch zu erwerben und es gibt Brot und Wein. Dankeschön. Dankeschön.